I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. Was ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren draußen bist... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komme selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey. Das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da. Oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Ah, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen. Du meinst stehlen? Es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Tenemos un nervios bien. Acabemos con esto. Nanos. Esto va a ser divertido. ¡Dale en la cara! ¡Chingada! Este gringo sabe pelear, ¿eh? Demuéstrale al gringo quién manda. ¿Te gusta esto? ¡Patealo! A ver cómo te sales de esta. ¡Golpéalo! ¿Qué tal esto? ¡Hijos, Arschloch! ¡Gárrenmelo! ¡Lucha como un hombre! ¿Qué? ¿Tú ves eso? ¡Toma esto, pendejo! ¡No! ¡Celos! ¡Tú lo empezaste! ¡Ja! ¡Dale una paliza, digo! ¡Come son, amigo! ¡Rómpele la cara! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! Esto es por meterte con nosotros. ¡Derríbalo! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Dale una paliza! ¡Está! ¡Rompe el cráneo, amigo! ¡Mist! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Hazme los! ¡Ya basta! ¡Dale! ¡Ok! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltenme! ¡Eres Wackelkampf! ¿Oder, Kleiner? Te voy a matar, gringo, come mierda. Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Te voy a sacar tiras por el culo. Solitaria. Cájalo. Te voy a estar esperando aquí, ¿eh? Abre. Ah, komm. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ah, wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey, 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 ey.
Schon gut. Langsam. Ah. Okay, calmate. Es por tu culpa, pendejo. Hey, darf ich vielleicht mal duschen? Cállate. Morgen, Jungs. Oder Abend, lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota! Die Treppe rauf! Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Hey, schöner Tag, nicht? Hey, und schwül. Willkommen in Panama. Hey, Gringo! Vi lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo hey, mostraré cuando regrese. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Muéfense. Quietense, cabrones. Hey, hey. Tranquilízate. Anscheinend hast du Fans. Ja, das Publikum liebt mich. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment, was hast du gesagt? Bist du früh genug raus. Te lo advertí. Pero no escuchaste. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nichts más. De este encargo yo. Bien. Wem bringst du mich eigentlich? Siehst du schon? Por favor. Para. Para. Nein, nein. Nicht da lang. Oh, okay. Nach dir? Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Ja, schon klar. Dadurch. Hier durch? Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mir nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwel. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist,
Kannst du das mit Rafe ausmachen? Na los! Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Hey, hast du es mitgebracht? Ja. Hab's da drüben versteckt, unter dem Arbeitstisch. Bei den Kisten. Klasse, danke. Kinderspiel. Bingo. Und weiter geht's. Damit wird es klappen.